Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch alle Side-Easter-Eggs in dem neuen Zombie-Modus Ausbruch zeigen. Und zwar fangen wir auch direkt mit dem ersten Side-Easter-Egg an. Das ist das Drachen-Side-Easter-Egg, Leute. Und hierfür müsst ihr auf der Karte zu diesem Symbol gehen, wo ich jetzt bin. Dann geht ihr hierhin zur Maschine, könnt es mit 500 Punkten aktivieren. Nun spawnt ein roter Kreis, wie beim Feuerring. In diesem Kreis müsst ihr jetzt Zombies töten, um den Drachen aufzuladen, Leute. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann wird der Drache wieder in die Maschine gehen. Die Maschine fliegt in die Luft und darunter ist dann eine Kiste, die ihr öffnen könnt. Die zweite Herausforderung, Leute. Hierfür begebt ihr euch auf der Karte zu diesen drei Totenköpfen, Leute. Und dort ist nämlich ein Zombie mit einem Funkgerät. Den betätigt ihr einmal, dann werdet ihr so ein kleines Dialog hören. Und nach dem Dialog werden Boss-Zombies spawnen. Die seht ihr wieder auf der Karte, Leute, als Totenköpfe. Wie ihr seht, sind die bei mir nicht weit weg, Leute. Ihr begebt euch wieder zu diesen Totenköpfen und tötet die Boss-Zombies dort. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann werdet ihr einen Zufallsextra bekommen und je nachdem, Leute, immer unterschiedlich, werdet ihr halt einen gratis Perk bekommen. So, für die dritte Herausforderung, Leute, braucht ihr eine Anomalie. Und zwar wird diese Anomalie nicht auf der Karte angezeigt und ihr müsst sie halt suchen, Leute. Falls ihr noch andere Spawns kennt, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich kenne nicht alle. Bei mir war das jetzt auf dieser Map, Leute, in der Kirche, ganz unten auf der Map. Zeige ich euch einmal auf der Karte. Und dann hier oben, Leute. Wenn ihr dann da seid, dann schießt ihn ab und er droppt euch dann eine Essenz. Also Punkte. Und dann, wenn ihr den paar Mal abgeschossen habt, dann verschwindet er und ihr seht noch den Strahl, Leute. Dieser Strahl verblasst irgendwann und ihr werdet nicht mehr wissen, wo der hingeflogen ist. Also lauft direkt hinterher, damit ihr ihn nicht verliert. Wenn ihr dann wieder da seid, dann könnt ihr die Anomalie wieder abschießen, Leute. Und zwar müsst ihr das Ganze nämlich dreimal machen. Und als kleine Info, Leute, jedes Mal, wenn ihr in eine andere Map teleportiert, dann könnt ihr das immer wieder neu machen, diese ganzen Side-Easter-Eggs. So, alle abgeschossen, Geld aufgehoben. Und das ist auch sehr nützlich, weil man kriegt auch nicht so viel Geld pro Zombie-Kill. Und dadurch kriegt man auch natürlich erstmal viel Geld zusammen. Kann man sich in Lowruns zum Beispiel Perks holen oder seine Waffe schneller punchen. Und nun begeben wir uns zur dritten Anomalie und schießen sie ab. So Leute, und wir bekommen noch mehr Essenz und Punkteserien und Waffen. So, kommen wir nun zur Herausforderung Nummer 4. Hierfür müsst ihr euch auf der Karte zu diesem Symbol begeben, wo so eine Wolke ist mit einem Blitz. Und dort werdet ihr eine Kiste finden, Leute. Wenn ihr die Kiste betätigt, dann werden ein paar Zombies spawnen, ein paar Boss-Zombies unter anderem. Ihr tötet hier alle Zombies und wenn ihr alle Zombies getötet habt, dann bekommt ihr auch nochmal gratis Loot, Leute. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Spawns kennt für die Anomalie, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wir können uns gegenseitig helfen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.